So, da möchte ich euch auch noch mal ganz offiziell zum heutigen AFA-Themenabend begrüßen, beziehungsweise eigentlich ja, wie mein Kollege anmerkte, eigentlich eher zum Themennachmittag. Ja, das Thema ist heute Navigation. Das wurde schon vor einiger Zeit im Forum von euch bestimmt, abgestimmt. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aus den für euch wahrscheinlich jetzt offensichtlichen Gründen. Wir haben stark an der Webseite gearbeitet in den letzten Monaten und daher habe ich den Themenabend immer wieder verschoben. Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach an. Ja, Navigation. Was ist das überhaupt? Also, ich meine, ich bin sicher, dass jeder von uns irgendwie zumindest auf dem Netzwerk schon mal navigiert hat. Und in der Realität definitiv auch, auf die eine oder andere Weise. Ist denn jemand unter euch, der vielleicht mal so versuchen möchte, in seinen eigenen Worten zu beschreiben, was Navigation eigentlich ist? Also jetzt unabhängig davon, was du jetzt in deinem Flugzeug benutzt. Ja, das ist der Klaus. Dann versuch's ich mal. Also, es ist irgendwie eine Zielfindung mit Hilfestellung. Wie auch immer. Ganz einfach. Interessante Definition. Zielfindung mit Hilfestellung. Okay. Ich lasse das mal so gelten. Also die Definition, die mir immer eingeprügelt wurde, war die hier. Beziehungsweise hier natürlich jetzt, weil wir uns in der Luftfahrt befinden, habe ich hier mal das Luftfahrzeug reingesetzt. Man kann natürlich alles andere auch reinsetzen. Man muss nicht mal ein Fahrzeug führen dafür. Man kann auch laufen zum Beispiel. Ja, aber es ist quasi das sich bewegen von einem Ort zum anderen. So ist die Definition. Klaus, wenn du jetzt ein bisschen tiefer einsteigst, was machen wir denn, wenn wir navigieren? Gut, wenn ich nochmal in meinen Worten ganz einfach ausdrücken will, ich denke jetzt nicht nur an die Luftnavigation, sondern auch, könnte ja auch auf der Straße sein. Ja, ich suche mir einen Zielort und dann brauche ich eine, ja, mehr oder weniger Wegpunkte, die mir beschreiben, wie ich denn zu diesem Ziel komme. Bei der Luftnavigation können das eben, ja, sagen wir, Funkfeuer sein oder Airways oder was auch immer. Jo, genau, so weit wollen wir noch gar nicht gehen, aber rein vom Prinzip her hast du ganz richtig gesagt. Letzten Endes bewegt man sich, wie die Definition oben ja schon sagt, von A nach B. Das heißt, man hat irgendwie zumindest mal einen Start- und einen Zielpunkt, wenn nicht sogar noch unterwegs dann irgendwie Wegpunkte oder Eckpunkte, an denen man sich quasi entlanghangelt. Folgerichtig heißt das auch bei uns in der Luftfahrt eben Wegpunkte. Jetzt ist für mich als Mitglied einer Universität immer als erstes so ein bisschen die Frage, ja, was sind dann überhaupt die Anforderungen an Navigation? Also wir haben jetzt ein Ziel. Ziel ist hier sogar fast schon in Anführungsstrichen pervers ausgedrückt, weil darum geht es ja bei der Navigation. Wir wollen von einem Start zu einem Zielpunkt kommen. Jetzt habe ich fast schon die Hälfte verraten. Was brauchen wir denn überhaupt, um anständig navigieren zu können? Ja, Damit, ich brauche einfach irgendwie eine Information, wo ich mich denn überhaupt befinde. Jo, genau. Okay, vielleicht fangen wir jetzt tatsächlich mal mit den Wortmeldungen an, sonst geht's ein bisschen durcheinander. Klaus, hast du noch was anzumerken?
Nee, ich wollte nur was sagen, bevor dann keiner was sagt, aber im Prinzip das Gleiche. Wir brauchen ja einen Ausgangspunkt, die Ausgangskoordinaten und die Zielkoordinaten. Und dann muss ich sehen, wie komme ich dann am sinnvollsten dahin unter Berücksichtigung von vielleicht irgendwelchen Gegebenheiten. Das kann ja auf dem Land und in der Luft ganz unterschiedlich sein. Genau, also jetzt muss ich mich an dieser Stelle auch mal selbst schelten. Ich wollte das Ko Wort Koordinaten eigentlich erst später einbringen, weil es hier noch gar nicht mal so speziell um so ein System geht. Aber wir haben einen Startpunkt und einen Zielpunkt. Luca hat schon richtig angemerkt, ja, erstmal müssen wir natürlich selber wissen, wo wir uns gerade aktuell befinden, damit wir dann, wie selbstverständlich eigentlich, wissen, in welche Richtung zum Beispiel es dann geht und wie weit wir uns überhaupt bewegen müssen. Und weiterführend, dann könnte man noch eben die Einheit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Entfernung pro Zeit zurückgelegt, also auf Deutsch Geschwindigkeit mit dazu nehmen. Und in der Luftfahrt gehört dann mehr oder weniger auch noch die Höhe natürlich mit dazu. Die habe ich jetzt, beziehungsweise streng genommen gehört sie immer dazu, aber die habe ich jetzt mal ausgegraut, weil das heute prinzipiell nicht unser Thema ist. Sie wird ein, zweimal vielleicht zur Sprache kommen, vor allem wenn es dann um Satellitennavigation geht, aber generell denke ich, gehe ich davon aus, dass wir in der Luftfahrt alle mehr oder weniger über dieselben Varianten unsere Höhe bestimmen. Vielleicht gibt es die eine oder andere Überraschung dazu später noch. Okay, ja, das Subthema, sage ich mal, des heutigen Abends hieß ja ein historischer Abriss. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal ganz von vorne an. Ganz von vorne, da kann man fast schon sagen, naja, bei den Gebrüdern Wright oder vielleicht ein bisschen später, wie hat man da denn überhaupt navigiert? Die Art der Navigation, die damals benutzt wurde, die kennt ihr alle. Also wenn man irgendwie, wenn wir jetzt mal die Straßen weglassen, man wandert irgendwie querfeldein und fragt den nächsten Bauern, der auf seinem Feld gerade arbeitet, ja, wo geht's denn hier nach Berlin? Und ne, dann streckt er den Arm aus und zeigt, ja, da lang. Und dann geht man in diese Richtung. Und das ist ja mehr oder weniger das, was wir jetzt gerade in der Definition auch schon hatten. Im Idealfall dann noch, ja, 5 Kilometer da lang oder 5 Wegstunden da lang oder je nachdem, in welcher Phase, in welcher Zeitspanne man sich befindet, navigiert man dann anhand der sichtbaren Gegebenheiten. Am Boden, wenn man läuft oder wenn man im Auto fährt, ist das noch relativ einfach. Beim Auto gibt es dann noch so Hilfsmittel, die sich meistens Straßenschilder nennen. Heutzutage eher leider weniger beachtet, kommen wir später noch drauf. Warum? Wie sieht's denn jetzt? Gehen wir mal mehr auf die Luftfahrt wieder ein. Wie sieht's denn in der Luftfahrt aus? Ich meine, da laufe ich ja nicht über den Boden. Was kann ich denn dann sehen? Also, ich sage jetzt mal ganz blöd: Wolken sind ja wohl kein akzeptables Navigationsmittel. Die bleiben ja auch nicht auf einem Fleck. Also an irgendwas muss ich mich denn orientieren. Was gibt es denn da für gute Möglichkeiten? Ja, Marc war der Erste. Ja, Flüsse oder Seen jetzt mal generell als Anfang. Remy, noch was? Ja, neben Flüssen dann auch Berge und andere, ich sag jetzt mal, also Berge oder Täler. Genau, Luca, hast du auch noch was der Vollständigkeit halber? Ja, eventuell sogar auch noch Ortschaften bzw. andere markante Punkte in der Landschaft. Genau, ja, Ortschaften habe ich jetzt hier nicht mit drin. Ich habe mal so das genommen, was ich meistens benutze, wenn ich terrestrisch navigiere. Ups, jetzt habe ich den Begriff schon genannt. Ja, wie ich ganz richtig gesagt habe, es geht um erkennbare Landmarken, ja, sichtbare Wegpunkte, die man auf dem Boden findet. Wie gesagt, Flüsse, Seen, Ortschaften, Straßen, alles, was eben so zur Sichtflugnavigation aus unserem gewohnten Umfeld taugt. Jetzt habe ich es indirekt schon angesprochen, aber was brauche ich denn dafür, wenn ich so navigieren will? Was brauche ich dafür zwingend, Remy? Ja, im besten Fall zwei Augen,
und klare Sicht. Zwei Augen ist gut, ja. Das Letztere wollte ich eigentlich hören, genau. Also, wenn man irgendwo unterwegs ist und fliegt und terrestrisch navigiert, dann muss man natürlich sehen, wonach man navigieren will. Und dafür braucht man Erdsicht, im Idealfall noch eine gewisse Bodensicht dazu. Jetzt kurz der trockene Training-Department-Inhalt. Wer kann mir den Unterschied zwischen Bodensicht und Erdsicht erklären? Soll ich jetzt einen geprüften Privatpiloten zwangsverpflichten? Klaus? Also ich versuche es mal, ohne dass ich es tatsächlich weiß. Bodensicht ist wahrscheinlich die Sicht, wenn ich am Boden bin, und die Erdsicht ist die aus der Luft zum Boden, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, mehr oder weniger. Also es geht noch ein bisschen drüber hinaus. Also die Erdsicht, ganz richtig, das ist einfach, man sitzt oben in der Luft im Flugzeug und sieht die Erde, also den Boden. Und die sogenannte Bodensicht, die ist dann einfach fest definiert als: von einem gewissen Punkt aus kann man über den Boden hinweg quasi in x Kilometer oder x tausend Meter weit sehen. Das heißt, die Erdsicht ist einfach nur die Tatsache, ich sehe die Erde oder ich sehe sie nicht. Und die Bodensicht ist dann, ja, wie weit kann ich denn dann sehen? Ganz wichtig, jetzt in dem Fall nicht zu verwechseln mit der Flugsicht, aber die hat mit der Navigation an sich erstmal nichts zu tun. Das wäre dann die Sicht quasi in der Luft nach vorne, geradeaus heraus, aus dem Flugzeug heraus. Gut, es gibt da, wenn wir ein Stückchen weiter uns bewegen, noch den Begriff von der Koppelnavigation. Den hatte ich, wenn ich jetzt gleich frage, was das ist, ich hatte das vorhin indirekt mit dem Bauern auf dem Feld eigentlich schon mal angesprochen. Wer weiß denn, was es damit auf sich hat? Simon? Ja, gerade bei den Bauern auf dem Feld geht es ja in die Richtung, man fragt mehrere Bauern und tut sich dann verschiedene Navigationshilfen kombinieren, um eine Position zu finden oder die Richtung auch besser zu finden. Genau, also lapidar gesagt, ist es einfach nur, kann es auch einfach nur bedeuten, ich bin an dem und dem Ort und gehe jetzt in eine bestimmte Richtung, bis ich einen anderen Punkt erreiche. Also zum Beispiel da lang, bis du ins nächste Dorf kommst und da gibt es eine Unterkunft. Das wäre zum Beispiel so eine Wanderkoppelnavigation. Es könnte aber auch schon erweitert zum Beispiel sein, ja, ich fliege jetzt für eine gewisse Zeit oder für eine gewisse Entfernung, was ja quasi je nach Geschwindigkeit auch selber rauskommt, fliege ich jetzt in die und die Richtung und danach vielleicht in die nächste Richtung. Da kann man prinzipiell beliebig extrapolieren und das beliebig oft wiederholen, wird dann natürlich entsprechend ungenau. Das merkt man auch schon teilweise beim Wandern, in der Fliegerei sowieso, vor allem wenn dann noch Windeinflüsse mit dazukommen. Erfordert natürlich entsprechende, also dieselbe Voraussetzung wie gerade eben auch schon. Ich muss natürlich zumindest am Anfang erstmal feststellen, wo ich bin. Dafür brauche ich Boden oder zumindest Erdsicht. Und dann brauche ich die entsprechenden Instrumente, die ich dann für meine Koppelnavigation eben benötige. Also wenn ich jetzt sage, ich fliege in die und die Richtung, dann brauche ich einen Kompass. Oder um es allgemeiner zu formulieren, ich brauche zumindest eine Richtungsangabe. Also wenn ich jetzt auf den nächsten Kirchturm zufliege, dann wäre das ja auch eine Richtung. Dafür bräuchte ich jetzt natürlich keinen Kompass. Wobei wir dann natürlich wieder uns überschneiden mit der terrestrischen Navigation. Also die Übergänge sind da auch nicht ganz klar. Als Probleme, den Windversatz habe ich gerade schon genannt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel magnetischen Kurs fliegt für eine Weile, dann ist der in, ich sage jetzt einfach mal, 99% der Fälle nicht gleich dem tatsächlichen Kurs, weil einen zum Beispiel der Wind abdriften lässt, wenn er von der Seite kommt,
Oder aber, was ich hier noch mit aufgeführt habe, sind so Sachen wie die Deklination auf gut Deutsch, die magnetische Variation, das heißt, dass magnetischen Ort nicht gleich geografischen Ort zum Beispiel ist. So, gehen wir zu Level 2 der Navigation. Schließlich ist das ein IFA-Themenabend und wir wollen nicht die ganze Zeit sehen, wo wir hinfliegen. Wenn wir nicht sehen, wo wir hinfliegen, dann ist historisch gesehen das erste Mittel der Wahl ein Funkfeuer. Was fallen euch denn so für Funkfeuer ein? Am besten, damit es zu meiner Präsentation passt, fangen wir mit dem simpelsten, mit dem einfachsten, der Funkfeuer an. Luca. Also ich glaube, wo du schon sagst, mit dem einfachsten würde ich jetzt fast mal behaupten, das NDB, und darauf kommt dann irgendwann noch das VOA. Okay, ja, waren jetzt nicht alle, aber ja, wir fangen mit dem NDB an. Kannst du vielleicht kurz in eigenen Worten beschreiben, was das NDB ist? Das NDB ist, ein ungerichtetes Funkfeuer, sprich, es strahlt in alle Richtungen ab und in meinem Flugzeug kann ich dieses Funkfeuer dann empfangen und darauf zufliegen. Ja, also ich kann theoretisch noch ein bisschen mehr damit machen. Ich kann zum Beispiel auch davon wegfliegen mit entsprechenden Informationen oder es irgendwie anders zur Positionsbestimmung benutzen, komme ich gleich noch drauf. Ja, jetzt habe ich schon verraten, das größte Problem am NDB ist eigentlich, wir können zwar quasi, wenn wir irgendwo sind und ein NDB in der Nähe haben, drehen wir die Frequenz ein und sehen es dann und dann können wir zum NDB fliegen. Also haben wir einen Zielpunkt, ohne dass wir eigentlich einen Startpunkt haben. Aber um das mal ganz pur auf den puren Grundsatz zurückzuführen, wenn wir schon wissen, dass das und das NDB in der Nähe ist, dann haben wir eigentlich auch eine grobe Positionsangabe für uns, die eigentlich dann in dem Fall reicht. Aber eine richtige Positionsdefinition, eine Standortbestimmung kann man mit einem NDB nicht machen, weil es eben immer nur in Richtung des Funkfeuers zeigt. Wie das Ganze technisch funktioniert, würde hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Den Halbsatz hört ihr heute noch ein bisschen häufiger. Wenn dazu mehr Interesse besteht, können wir gerne ein bisschen mehr drüber reden, aber ich werde euch jetzt primär nicht mit technischen Details größer langweilen, als das notwendig ist. Also meldet euch einfach, wenn ihr da noch was Genaueres zu wissen wollt, auch zu den noch folgenden Themen. So, ja gut, das ist jetzt ein minimales kleines Stück Technik. Ich habe hier mal ein Bild aus dem Kompendium genommen. Hier sieht man jetzt so... Anhand des Bildes kann ich jetzt kurz, oder machen wir es andersrum, kann mir jemand von euch anhand des Bildes kurz erklären, wie das NDB benutzt wird, beziehungsweise wie man das den sogenannten ADF im Flugzeug benutzt. Also was gibt es da zu beachten, sage ich mal so. Gut, dann fang ich mal an. Diese Kursangaben auf diesem Kreiselinstrument und was da drüber steht mit den 20 Grad, heißt das jetzt, dass ich Kurs 20 Grad, magnetischen Kurs 20 Grad fliegen muss, um zum NDB zu kommen? Nein. Sondern? Dass ich um 20 Grad drehen muss, um zum NDB zu kommen. Genau, oben steht es auch nochmal, ein NDB, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Instrument dafür zeigt immer nur in die Richtung des NDBs.
Das heißt nicht, dass das der magnetische Kurs ist, sondern das ist dann die sogenannte Lage oder auch Relativrichtung zum NDB. Das heißt, wir haben im Moment irgendeinen Kurs, ich sage jetzt mal bewusst nicht 150 Grad, weil es muss nicht zwingend der Fall sein, weil das ist diese Scheibe da auf dem Instrument, die ist variabel drehbar, die richtet sich nicht mit aus normalerweise. Und von irgendeinem Kurs müssen wir 20 Grad nach rechts drehen, um in Richtung des NDBs zu fliegen. So funktioniert die Navigation mit dem NDB grob. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Vielleicht hat das der ein oder andere auch schon gesehen. Ansonsten kann ich das nachher auch nochmal verlinken. Ah, ich bin heute viel zu voreilig, viel zu schnell. Wer kann denn mit dem Begriff der Kreuzpeilung was anfangen? Simon. Eine Kreuzpeilung ist eben, wenn ich mehrere, ja, Funkfeuer habe und dann mit verschiedenen zum Beispiel die Richtung zu diesen kenne und dann anhand von dem praktisch die Richtung einzeichne, zum Beispiel entweder im Kopf oder auch auf einer Karte und dadurch meine Position bestimmen. Genau, also jetzt sind wir so ein bisschen in der puren, ja, Aviatik, Mathematik, Physik, irgendwas so mittendrin. Quasi erstmal von vornherein mit einer Richtungsangabe kann ich noch keine Position plotten. Also Position bestimmen. Meine Position zum Beispiel kann ich dadurch nicht bestimmen, sondern dafür brauche ich noch eine zweite, ja, Variable, sage ich jetzt mal, weil wir haben ja vorhin gesagt, wir lassen die Höhe mal raus, deswegen bewegen wir uns jetzt mehr oder weniger im sogenannten zweidimensionalen Raum. Bei zwei Dimensionen brauche ich auch zwei, ja, heute würde man sagen, Koordinaten. Und die kriege ich eben nur raus, wenn ich zwei Messungen mache, zwei unabhängige Messungen. Und dafür brauche ich eben beispielsweise zwei NDBs. Also zwei Funkortungsanlagen, um eine sogenannte Kreuzpeilung dann festzumachen und dadurch meinen Standort relativ genau schon zu bestimmen. Das Problem, was es dabei gibt, ist, wie es hier schon steht, wenn ich mich in der Luft, normalerweise bewegt man sich ja hoffentlich als Starrflügler, als Flugzeug in der Luft, wenn ich mich bewege, während ich diese Standortbestimmung vollführe, dann wird die Messung bzw. die Bestimmung an sich natürlich ungenau. Je nachdem, wie schnell ich das vollführe oder wie genau ich es haben will, die Positionsbestimmung, kann das wichtig oder weniger wichtig sein. Okay, der Remy hatte vorhin schon das VOR angesprochen. Kann jemand mir jetzt den Unterschied von einem VOR zu einem NDB erklären? Betretenes Schweigen. Entweder, oh, Klaus? Ja, ich versuche es auch mal wieder. Das ist gegenüber dem Non-Directional Bacon ist es ein gerichtetes Funkfeuer. Das heißt, ich kann ein bestimmtes Radial, ist ja hier auf der Grafik schon zu sehen, was weiß ich, die 236 Grad, kann ich aufs VOR vorfliegen oder kann auch davon wegfliegen auf einem bestimmten Radial. Und ich kann auch ein bestimmtes Radial anfliegen. Genau, also der Fachbegriff ist hier Standlinie. Das heißt, hier hat man nicht nur mehr die Richtung zum Funkfeuer hin oder vielleicht noch gerade so davon weg, sondern man hat fest definierte Linien, die man beim VOR Radiale nennt, die man an- oder auch abfliegen kann. Genau, zur Benutzung, wie gesagt, und zur Navigation mit dem VOR an sich gibt es auch ein Video. Ja, deswegen spare ich mir das heute mal. Aber auch hier ist natürlich wieder das gleiche Problem. Ich habe immer noch eine Linie, eine quasi unendlich lange Linie, auf der ich mich befinden könnte.
und somit noch keine feste Standortbestimmung. Was gibt es denn jetzt noch für ein drittes Funkfeuer, was diesem Problem Abhilfe schafft? Klaus, bitte. Gut, es steht ja oben auch in der Grafik schon drin, das ist DME, das Distance Measurement Equipment, mit dem ich die Entfernung dann rauskriegen kann. Weißt du zufällig, wie das Ding grob funktioniert? Gut, das geht ja auch über Radar und misst im Prinzip ja, den Zeitunterschied zwischen dem gesendeten und empfangenen Signal vom Flugzeug. Genau, also das Wort Radar lassen wir vielleicht da weg. Das ist ein bisschen irreführend. Aber der zweite Teil war ganz richtig. Vom Prinzip her läuft das so ab, dass man hier als Teilnehmer, als Flugzeug quasi eine Abfrage Richtung Boden sendet. Die empfängt das DMI und schickt die Abfrage nach einer bestimmten Pause, die ist glaube ich 50 Millisekunden oder sowas in der Art, schickt das DMI diese Anfrage zurück in die Luft in Richtung Flugzeug. Und dann hat, wie du schon gesagt hast, anhand der Laufzeit der Signale kann ich dann, also wie lange die Signale brauchen, jeweils hin und zurück, wie lange das Signal dann beim DMI quasi verweilt, das weiß das Flugzeug, das ist immer dieselbe Zeit. So kann ich dann eben rausrechnen, wie weit ich vom DMI entfernt bin. Hier steht jetzt so schön in Klammern Schrägentfernung. Wenn ich jetzt noch dieses Bild dazu gebe, was ergibt sich denn daraus für ein, ja, für ein, ich sag jetzt mal Problem. Simon hat sich schon gemeldet. Ja, dass eben nicht die Entfernung auf dem Grund gemessen wird, sondern eben noch die Entfernung mit der Höhe noch dazu, praktisch im dreidimensionalen Raum und nicht auf einer zweidimensionalen Karte. Und dadurch verfälscht sich das ja immer, wenn ich mich die Position jetzt zum Beispiel mit einer Karte oder ähnlichem vergleiche, beziehungsweise wenn ich direkt über der Station bin, ist es so, dass ich trotzdem noch eine Entfernung zur Station habe. Genau, also vollkommen richtig. Man nennt das die sogenannte Schrägentfernung. Das heißt einfach, wer schon mal was von Pythagoras gehört hat, hier wird quasi die Hypotenuse gemessen und nicht die Entfernung, die man, wenn man ehrlich ist, gerne hätte, nämlich die Entfernung über Grund sozusagen, wie es dieses Bild hier so schön darstellt. Je nach Höhe und vor allem je nach Entfernung weicht das dann eben ab. Deshalb sind DMIs auch immer möglichst, in Anführungsstrichen, möglichst weit weg zu benutzen, weil da dann der Messfehler geringer wird. Jetzt hast du allerdings noch was gesagt, Simon. Was, oder Sascha, ist das eine Frage oder möchtest du was sagen? Ja, eine Frage. Und zwar, also die Geräte rechnen die Entfernung denn nicht anhand der Höhe richtig um. Also da muss man wirklich also selber drauf achten. Genau, also das heißt, dein DMI-Gerät im Flugzeug weiß nichts davon, wie hoch du bist und rechnet das dann automatisch raus. Also eben nicht, ne? So, nur das war jetzt ein bisschen verwirrend. Ja, habe ich verstanden. Alles klar. Philipp. Es gibt einen interessanten Ausnahmefall, den sollte man der Vollständigkeit halber erwähnen. Und zwar, wenn man ein ILS anfliegt, was mit einer DMI-Station wird es, also wo das DMI und der Gleitflugsender oder so an derselben Stelle steht, dann kriegt man die direkte Entfernung zur Bahn. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Information am Rande. Und um die Frage von gerade eben nochmal etwas anders zu beantworten, wenn du in Meilen Abstand über einem DMI fliegst, ich weiß gerade nicht so ganz genau, was die Umrechnung von Meilen auf Fuß ist. 600 irgendwas, Mit knapp dem 6000 meine ich, knapp über 6000 6000 irgendwas, also mal 3 Pi mal Daumen, also Flugfläche 1, fliegt dann sollte, wenn das Gerät korrekt funktioniert, es dann mal einen Abstand anzeigen. Genau. Was du vorhin über das ILS gesagt hast, das führt mich so ein bisschen auch zu noch so einer, sagen wir mal, Transferfrage. Stichwort Karten. Wenn ich euch sage, dass dieses Problem der Schrägentfernung eigentlich überhaupt kein Problem darstellt, wenn es zum Beispiel um Karten geht,
könnt ihr euch denken, auf welche Tatsache ich da anspiele. Ah, ist vielleicht ein bisschen blöd gefragt. Ich antworte mir einfach mal selber. Wenn ich auf Karten gucke und da steht irgendwas von, keine Ahnung, fliege mit dem und dem Kurs, bis du DMI oder Distance so und so zum so und so DMI erreichst, dann muss ich da quasi ja keinerlei Höhenfehler, was das DMI betrifft, rausrechnen, weil die Karte ja genau dafür eigentlich schon mit validiert ist, sage ich jetzt mal so. Also klar stimmt die Entfernung dann nicht immer zu 100% mit dem überein, was es eigentlich sein sollte. Aber das ist quasi in der Karte selber schon mitbedacht, sodass da etwaige Ungenauigkeiten zum einen nicht so groß sind, wie jetzt direkt über Grund und zum anderen eben in der, ich sag mal, im Puffer mit einbegriffen sind. Also auf gut Deutsch, auf den Karten steht ja nicht, dass du jetzt genau 5 Meilen über Grund fliegen sollst, sondern du sollst bis zum 5 DMI fliegen. Also da ist quasi schon mit Absicht drin, hier, es geht ums DMI und nicht um die Entfernung über dem Boden. Klaus? Also rechnen die quasi eine gewisse oder nehmen eine gewisse Höhe an, die geflogen wird dabei. Genau, also in den Karten wird da immer schon eine gewisse Höhe mit angenommen, ganz richtig. Ist ja auch eigentlich klassisch, ist ja auch fast quasi, also wenn man mal in der Karte guckt, da irgendwie so ein Navigationsding, irgendwie so eine Anflugkarte, ne, da fliegt man den Kurs, da ist ja auch immer eine minimale Höhe dabei. Also die ist da immer schon mindestens mit beachtet. Und wie gesagt, wenn es dann Richtung Boden geht, beim ILS zumindest, da hat mein Namensvetter ja schon gesagt, ist das eben nicht der Fall. Da ist das dann rausgerechnet. Okay. So, jetzt sind wir historisch gesehen an dem Punkt, wo man mit dem Flugzeug nicht mehr von Ortschaft zu Ortschaft an der Straße entlang fliegen muss, sondern sich quasi von Funkfeuer zu Funkfeuer hangeln kann. Und da ist jetzt ein System entstanden, was so aus Amerika kam, was ihr wahrscheinlich alle schon zumindest mal gehört habt, nämlich die sogenannten Luftstraßen, die zumindest in der konventionellen Variante erstmal nur von Funkfeuer zu Funkfeuer ging. Also es muss jetzt nicht zwingend immer VOR zu VOR sein, so wie es hier steht, aber vom Prinzip her passt die Beschreibung eigentlich schon ganz gut. Das hatte den Grund vor allem, um den Flugverkehr so ein bisschen zu organisieren, als der Verkehr massiver wurde, dass man sagt, man kann jetzt nicht mehr von jedem x-beliebigen VOR zu einem anderen x-beliebigen VOR fliegen, sondern man hat quasi da fest definierte Routen, von denen man nicht abweichen darf. Aber eben immer noch, ich fliege jetzt zum so und so VOR und wenn ich das erreiche, dann drehe ich einen zum so und so VOR und so weiter und so fort. An dieser Stelle die kurze Anmerkung zum Thema Area Navigation. Wenn ich jetzt hier in diesem historischen Zusammenhang und mit diesem Bild, was ich hier zeige, die Area Navigation anspreche, was ist denn Area Navigation? Wie ist die entstanden? Okay. Ah, okay. Klaus? Also ich habe keine Ahnung, ich rate einfach mal. Also die ist wahrscheinlich dadurch entstanden, weil die Vor-zu-Vor-Navigation viel zu wenig Flugzeuge auf einmal aufnehmen konnte und dann eben sehr viel andere Straßen notwendig waren. Entzerrung, ja. Genau, ja, also das ist ein Punkt.
Man hat sich einfach irgendwann gesagt, ey, guck mal, wir kennen schon die Kreuzpeilung, wir wissen, wie das funktioniert. Warum verwenden wir das nicht auch im Luftstraßensystem? Dann können zum Beispiel auch Luftstraßen, die sich zufällig an einer Stelle kreuzen, wo eben kein Funkfeuer steht, können wir uns da das Funkfeuer quasi als Wegpunkt sparen und setzen dort einen virtuellen Wegpunkt hin. Das kennt ihr alle, inzwischen gibt es ja eigentlich fast nichts anderes mehr, vor allem in Europa. Und diese virtuellen Fixpunkte waren eben am Anfang alle immer relativ zu Funkfeuern aufgestellt, also in der Regel als Kreuzpeilung. Ich habe jetzt hier rechts im Bild mal als Beispiel den Wegpunkt Batzow bei Stuttgart genommen. Der ist eben über sogar drei Variablen definiert, also nochmal ein Stückchen genauer, weil man noch einen Ansatz mehr hat. Also der Wegpunkt Batzow liegt auf dem Radial 257 von Lüneburg und gleichzeitig auf dem Entfernung 10 Meilen, also auf dem 10 DMI von Karlsruhe und auf dem 30er DMI von Lüneburg. Und so waren am Anfang, in den beginnenden Zeiten der Area Navigation, alle Wegpunkte, alle virtuellen Wegpunkte definiert. Die Koordinaten, die ihr jetzt hier im Bild seht, könnt ihr erst noch getrost ignorieren, bis es soweit ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Für dieses System, für RNAV, wie man es abgekürzt nennt, braucht man ja immer eine bestimmte Ausrüstung. Zu dem Zeitpunkt, den ich jetzt gerade im Kopf habe, den ich jetzt hier anspreche, war das, ja, man braucht halt was zum VOR-Empfangen, zum vielleicht, ja, zum NDB-Empfangen und zum DMI-Empfangen, lapidar gesagt. Später wurde das dann ein bisschen ausführlicher. Das müsst ihr mir jetzt leider verzeihen, das habe ich erst vor einer halben Stunde eingefügt und merke gerade, das passt eigentlich noch nicht so ganz hier rein. Wir sprechen es nachher nochmal an, wenn es dann konkreter wird. Denn angenommen, es fällt mir jetzt zum Beispiel mein einer VOA-Empfänger oder beide VOA-Empfänger fallen mir aus, dann wäre ich ja streng genommen nicht mehr ANA-fähig. Kleiner Teaser, kommen wir später wieder drauf zurück. So, um das kurz nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, gibt es denn jemanden, wir haben jetzt hier, oder ich fange mal so an, wir haben jetzt hier einen virtuellen Wegpunkt definiert, irgendwo in Norddeutschland, zumindest für uns Südstaatler ist das Norddeutschland. Wir haben hier die Funkfeuer Hamm, Osnabrück und Münster. Hamm ist ein VOA-DMI, also das heißt ein VOA kombiniert mit DMI und Osnabrück ist ein VOA, Münster ist ein NDB. Unabhängig davon jetzt, wie die Reichweite von den Funkfeuern wäre in der Realität, über welche Variablen, über welche definierten Möglichkeiten kann ich denn jetzt diesen Wegpunkt kreuzpeilungstechnisch definieren? Simon? Da gibt viele Möglichkeiten, durch das, dass wir ja insgesamt vier Variablen haben. Praktisch zweimal vom Hamm-VOA aus, dann einmal vom Münster-NDB und einmal vom Osnabrück-VOA. Ich kann dann also schon mal nur anfangen, Radial von Hamm und eben noch eine Entfernung. Ich kann eine Kreuzpeilung dann zwischen Münster und Hamm, zwischen Münster und Osnabrück oder auch noch zwischen Osnabrück und Hamm machen. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Ich glaube nicht, ja, das waren so die Möglichkeiten, das ist jetzt hier über die Präsentation, vielleicht war ich einfach zu doof, ich habe jetzt einfach mal alle Pfeiler eingeblendet, die da eine Rolle spielen dürfen, / können, im Uhrzeigersinn von Hamm beginnend, hast du schon ganz richtig gesagt, also man kann diesen Wegpunkt eben über Radiale von Hamm oder Osnabrück definieren, über ein DMI von Hamm, und oder über eine QDR von Münster. Ganz wichtig dabei ist natürlich, es müssen immer zwei Variablen mit dabei sein. Simon, ist das noch wieder eine Wortmeldung oder noch dieselbe? Nein, noch dieselbe. Okay. Das heißt,
Himmel, Mathematik ist bei mir ein bisschen länger her und ich bin faul, aber ich behaupte jetzt mal, es müssten 4 mal 3 mal 2 Möglichkeiten sein, jetzt über diese 3 Funkfeuer den Wegpunkt quasi in Kreuzpeilungen zu definieren. So, jetzt verlassen wir allmählich mal vor allem das Festland. Und ja, wenn wir das Festland verlassen, dann gibt es ein paar Probleme, weil wenn ich kein festes Land habe, kann ich keine Funkfeuer aufstellen. Und das wird natürlich nicht am Bodensee ein Problem, aber über dem Atlantik würde das schon ein Problem geben. Jetzt meine Frage in die Runde, wenn ihr das Bild seht, was fallen euch denn für ältere Navigationsarten ein, die man dort verwenden kann, wo man eben weder Funkfeuer hat, noch terrestrisch gesehen irgendwelche visuellen Referenzpunkte? Sascha. Also wenn man mal ganz weit zurückgeht, so aus der Seefahrt, die haben damals nach Sternen navigiert zum Beispiel. Genau, kannst du kurz skizzieren, wie das ungefähr abgelaufen ist? Muss jetzt auch nicht so super detailreich sein. Ja, also ich glaube, die hatten ja Karten von den Sternbildern und haben dann, ich denke mal, auch irgendwie über Kreuzpeilung dann, denke ich mal, ihre Position dann bestimmen können, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, lassen wir mal einigermaßen gelten. David? Ja, also ich würde sagen, mit Kompass, beziehungsweise, ja, mit Kompass. Ja, okay, stimmt, muss man dazu sagen. Natürlich kann ich auch den Kompass auf dem großen, weiten Meer verwenden, allerdings dann wieder nur im Sinne der Koppelnavigation. Und wenn ich dann stundenlang über den Atlantik fliege oder auf dem Atlantik fahre als Seefahrer, irgendwann bin ich dann so weit abgedriftet, dann brauche ich doch wieder irgendwo einen Referenzpunkt, den ich dann halt mitten auf dem Meer nicht habe. Außerdem muss man dazu noch sagen, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, gibt es natürlich auch Orte auf der Welt, wo das Magnetfeld der Erde deutlich schwächer wird, bis gar nicht mehr vorhanden ist. Da spielt dann vor allem die Inklination eine Rolle. Das ist ganz interessant. Ich habe da letztens lustigerweise eine Doku drüber gesehen, wo es darum ging, wie das Erdmagnetfeld sich entwickelt hat und noch entwickeln wird. Es gibt lustigerweise nicht nur am Nord- und Südpol solche Inklinationsereignisse, sage ich jetzt mal, sondern auch an Orten auf der Erde, wo man es eigentlich nicht erwartet. Also es gibt dann tatsächlich irgendwie Flecken auf dem Atlantik zum Beispiel, wo man quasi kein Magnetfeld mehr messen kann. Das haben die Seefahrer in den letzten 300, 400 Jahren auch sehr penibel dokumentiert. Also wirklich sehr spannend auch das Thema. Aber kommen wir zurück. David, möchtest du noch was sagen, oder? Nö. Okay. Gut. Wie das jetzt genau funktioniert, lasse ich mal dahingestellt. Das ist offen gestanden auch nicht mein Fachgebiet. Es sei denn, der Herr über mir möchte sich noch dazu zu Wort melden. Aber lassen wir es mal so gesagt sein, durch das System der Astronavigation kam etwas ganz anderes zum Vorschein, was wir heute auch noch kennen. Und zwar ist das Koordinatensystem, denn ich konnte über Astronavigation vor allem den Breitengrad bestimmen. So kamen dann diverse verschiedene Koordinatensysteme, unter anderem in die Welt. Ich habe hier nur mal, weil das soll nicht ganz so schulisch werden, nur mal ganz leicht 3 Daten mit aufgenommen, die ich persönlich als interessante, markante Eckpunkte der Koordinatensysteme auf der Welt sehe. Beginnend im 18. Jahrhundert haben die Menschen eben angefangen, tatsächlich ein festes oder wie immer früher, es war nie was einheitlich, jeder hat was Eigenes genommen, aber Menschen haben angefangen, Koordinatensysteme selbst zu erschaffen, zu definieren, um eben zu navigieren.
1884 hat man dann zum Beispiel in dem Fall Greenwich als den sogenannten Nullmeridian, also jetzt muss ich gerade gucken. Ich verwechsel das immer wieder. Wir sind jetzt bei den Breitengraden, richtig? Also Greenwich war dann 0 Grad östlicher oder westlicher Länge. So war es. Gut. Und 1984 wurde dann das sogenannte World Geodetic System, beziehungsweise korrekterweise das World Geodetic System 1984, ins Leben gerufen, womit dann eigentlich relativ einheitlich auf der ganzen Welt Koordinaten behandelt wurden und auch heute noch behandelt werden. Astronavigation ist aber natürlich, wie es hier oben steht, suboptimal, wenn ich zum Beispiel am helllichten Tage fliege. Da kann ich mit bloßem Auge schwer manche Sterne erkennen. Und auch wenn der Himmel verzogen ist, zugezogen, verschleiert, kann das mal sehr viel schlechter werden. Und das ist ja immer vor allem gerne dann der Fall gewesen auf dem Ozean, wenn es zum Beispiel stürmisch war, und dann war ja auch der Versatz durch Meeresströmung und so weiter wesentlich größer. Also genau in den Phasen einer Schifffahrt oder, ja, im Moment bin ich in der Schifffahrt, in den Phasen einer Schifffahrt war es ja eigentlich ganz besonders wichtig, dass man wusste, wo man ist. Für die Luftfahrt ist das vielleicht nicht ganz so essentiell, zumindest die Wetterabhängigkeit, da dann in der Regel, als das Jet-Zeitalter losging, die meisten Flugzeuge oberhalb des Wetters geflogen sind. Deshalb je nach Flughöhe. Aber es war natürlich immer noch kein zu jeder Zeit verfügbares, also zuverlässiges System. Der Vollständigkeit halber sage ich hier noch ganz kurz, dass es da sowas gab, was da LORAN hieß. Und zwar in den Versionen A bis D. Die populärste wird wahrscheinlich das LORAN C sein. Die Russen hatten da auch was Ähnliches entwickelt. Das nannte sich Chaika. Was quasi, wenn man so will, auch eine Art Funkfeuersystem aufgebaut hat, die mit einer sehr, sehr hohen Sendeleistung aufs Meer hinaus quasi gefunkt haben. Und somit konnte man auch hier auch wieder über Laufzeitdifferenzen seine Position feststellen. Das ist allerdings inzwischen schon wieder sehr stark veraltet und führe ich eigentlich auch nur deswegen hier an, im Gegensatz zum Beispiel zum Omega, weil ich das am Ende des Vortrags nochmal kurz erwähnen möchte. Kleine Hintergrundinformation. Wer schon mal auf Sylt war, der hat vielleicht einen Sendemast von diesem LORAN-System gesehen. Das ist irgendwo südlich Westerland an der Ecke, wo das Vogelschutzgebiet ist. Frag mich jetzt nicht, wie der Ort heißt, das habe ich mir nicht gemerkt. Allerdings hat der Ende letzten Jahres, also im Dezember 2015, aufgehört zu senden. Also vielleicht so als kleine Hintergrundinformation, es war tatsächlich bis letztes Jahr noch Teile dieses Systems waren in Betrieb. Wenn auch nicht mehr nur zwangsweise für das LORAN selbst, sondern auch für andere Navigationssysteme. Komme ich vielleicht nochmal drauf. Gut. Jetzt kommen wir kurz zu meinem Liebling. Warum es mein Liebling ist, kann ich eigentlich nicht sagen. Vielleicht wegen der Vorteile, die es bietet. Die Inertialnavigation oder Trägheitsnavigation, kann jemand dazu was sagen? Gar nicht. Also es reichen auch, sage ich mal, Fetzen. Wir können uns das ja auch ein bisschen zusammensuchen. Irgendjemand von euch wird bestimmt schon mal was von der Inertialnavigation gehört haben. Vielleicht unter dem Begriff INS oder IRS im weiteren Sinne. Simon? Ja, so grob
funktioniert das System halt mit der Trägheit, heißt, dass sich der Körper bewegt oder das Flugzeug und man dann guckt, wie sich das auf den verschiedenen Achsen bewegt und man dadurch praktisch, wenn man mal seine Position kennt, ganz gut abschätzen kann, wie sich das Flugzeug weiter bewegt und es dann praktisch weiterrechnen kann. Genau, Sascha, wolltest du noch was sagen? Nee, vom Prinzip her eigentlich dasselbe. Okay, ich hab's hier im Subtitel. Ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen mit dem Innenohr, weil das meiner Ansicht nach so das Veranschaulichungsbarste ist. Gott, ist das überhaupt ein Wort? Egal. Es funktioniert vom Prinzip her genauso wie euer Innenohr. Das könnt ihr mal testen, wenn ihr, also ich habe das früher quasi täglich gemacht, auf dem Weg zur Schule im Bus sitzend, hat man halt nochmal die Augen zugemacht oder dann auf dem Rückweg. Wenn man dann, wenn die Augen geschlossen sind, sieht man ja nicht, wo man hinfährt, aber man kriegt trotzdem über die Funktion seines Innenohrs mit, ob der Bus jetzt eine Rechtskurve macht, eine Linkskurve, ob er schneller wird, ob er bremst. Ich denke, jeder von euch weiß so ungefähr, wovon ich jetzt rede. Das hat ja dann auch indirekt auch was mit eurem Gleichgewichtssinn zu tun, der ja mit im Innenohr sitzt. Und von diesem Prinzip nur wesentlich effizienter läuft das INS, die Inertialnavigation, Trägheitsnavigation, hat Simon auch schon gesagt. Also man kann eine Position an sich erstmal natürlich nicht messen. Man kann auch eine Geschwindigkeit nicht ohne fremde Hilfe, sage ich jetzt mal, so gut messen, zumindest nicht eine Geschwindigkeit über Grund. Aber was man ganz gut damit messen kann zum Beispiel, ist die Beschleunigung. Und wenn ich die Beschleunigung kenne, dann kann ich eben über die mathematische Funktion, oh Gott, das ist schon wieder blöd formuliert eigentlich mit Funktion, aber durch Integrieren der Beschleunigungsvektoren kann ich dann eben auch die Geschwindigkeit und durch erneutes Integrieren dann die neue Position herausfinden. Was hat denn das System für Vorteile? Was könnt ihr euch denn für Vorteile da denken? Sascha. Ja, zum einen, dass man wetterunabhängig ist. Ja, richtig. Simon? Dass man eben nichts zwingend empfangen muss, sondern sobald das System eingebaut ist, man schon ganz gut weiß, wo man sich befindet. Richtig, das ist das, was mich so an dem System begeistert, muss ich sagen. Ich sag mal so, verdammt, wir sind mit diesem Viech zum Mond geflogen. Ja. Da irgendwo hinten drin im All, da gibt es keinerlei Signale mehr oder wirkliche Sichtreferenzen, die ich nutzen kann, um zu navigieren. Da ist die Inertialnavigation quasi das Einzige, was ich habe. Und so umgekehrt formuliert kann ich eben auch in der Erdatmosphäre als Pilot dieses System wunderbar nutzen, ohne auf irgendwelche Einflüsse von außen tatsächlich, also gar keine Einflüsse von außen, noch angewiesen zu sein. Was fallen euch denn, wenn wir jetzt eh schon so begeistert davon sprechen, oder ich, was fallen euch denn da für Nachteile von dem System ein, die das mit sich bringt, einfach durch die Konstruktion? Sascha? Ja, vielleicht ist der, dass man also auf jeden Fall seinen, sag ich mal, Startpunkt genau kennen muss oder eingeben muss, weil das System sonst nicht arbeiten kann, vielleicht. Genau, ja, ganz genau. Das ist der eine Nachteil, den habe ich ja quasi indirekt oben auch schon geschrieben. Das kennt ihr alle. Steht irgendwie an einem Flughafen. Wenn ihr jetzt das ein oder andere Add-on habt, dann steht ihr an einem Gate und dann seht ihr an dem Gate, da hängt zwar die Gate-Nummer noch dran und drunter stehen aber nochmal die Koordinaten. Und genau für dieses sogenannte Alignment ist
sind diese Koordinaten gedacht? Also beim sogenannten, beim Alignment eines INS läuft noch mehr ab, als nur ich sage ihm, wo ich bin. Aber das, wie du schon richtig gesagt hast, Sascha, muss ich dem System immer am Anfang sagen. Das ist quasi, ne, wenn ich einen Blinden irgendwo in eine Fußgängerzone setze, dann ist der auch völlig verloren. Aber wenn ich ihm dann sage, so, du bist gerade an dem Baum in der Chausseestraße 3 oder was, oder an der Chausseestraße 3, was auch immer, sieht das schon ein bisschen anders aus. Ein ganz wichtigen Nachteil dieses Systems, der ist aber noch nicht genannt worden. Gut, dann mache ich's. Und zwar der sogenannte Drift. Dadurch, dass ich eben nur die Beschleunigung messe und die anderen Werte dadurch errechne, potenziert sich der Fehler, weil es ein Integral ist, potenziert sich der Fehler, den ich zum Beispiel durch Messungenauigkeiten erhalte, auf. Das heißt, mit der Zeit, und da das System ja auf sich selbst aufbaut, das heißt, quasi, wie du schon sagtest, man sagt ihm am Anfang, wo man ist, und wenn man sich dann bewegt, dann ist man natürlich wieder an einem neuen Ort, und dieser Bewegungsvektor, der im INS dann errechnet wird, wenn der auch nur minimal falsch ist, und das kann sich dann halt über Stunden fortsetzen. Das heißt, hier ist, wie in jedem System eigentlich auch, eine Messungenauigkeit da, aber die eben nicht konstant mit der Zeit, sondern ein INS wird mit der Zeit immer, immer ungenauer. Ob ich jetzt starte mit einer Messungenauigkeit von 0,2 Meilen oder mit einer Messungenauigkeit von einer Meile, das sei mal dahingestellt, das kommt ganz auf das Gerät selber an. Aber es wird eben mit der Zeit immer schlimmer. Was so ein bisschen zur Folge hat, dass man dieses System, was abgesehen von diesem Nachteil eigentlich die eierlegende Wollmilchsau wäre, immer mit anderen Systemen koppelt. Das heißt, ich muss dann ab und zu, das sieht man in alten Videos von Flügen mit alten Flugzeugen zum Beispiel, oder wenn jemand von euch im Flusi mit INS rumfliegt, muss man ab und zu seine Position updaten und seine Genauigkeit wiederherstellen, und das macht man dann in der Regel eben zum Beispiel mit VORs und DMEs auf der Strecke, wenn es welche gibt. Oder dann später mit GNSS. Jetzt kurz vielleicht, falls die Frage aufkommen sollte, ja, über dem Atlantik gibt es aber doch keine Funkfeuer. Ja, richtig. Aber die Inertialnavigationssysteme, die in der Luftfahrt benutzt wurden und auch noch werden, sehr, sehr häufig, sind in der Regel genau genug, sage ich jetzt betont, um quasi vom einen Rand des Atlantiks zum Beispiel zum anderen Rand des Atlantiks zu fliegen. Und dann kommen ja wieder Funkfeuer. Es geht ja nicht darum, dass man immer auf einen Zentimeter genau navigieren kann in der Luftfahrt, sondern es geht eher darum, um die Frage, wie genau muss es denn jetzt gerade sein? Und über dem Atlantik ist die Genauigkeit nicht so streng bemessen, wie zum Beispiel jetzt im zentraleuropäischen Luftraum. Gut, ich habe gerade schon was von GNSS gesagt. GNSS steht für Global Navigation Satellite System. Das ist der Überbegriff für das, was hier in schwarz steht. Das sind Satellitennavigationssysteme. Und da ich ohnehin den Simon hier habe und ich mir ziemlich sicher bin, dass er was dazu weiß, frage ich ihn jetzt einfach mal, ob er was dazu sagen möchte. Was soll ich denn dazu sagen? Aber ich kann auf jeden Fall was erzählen. Ja, grob erstmal, was ist denn das und wie funktioniert denn das? Nur ganz grob. Also prinzipiell ist das, ja, wie es schon jeder aus dem Alltag wahrscheinlich kennt, im Auto oder sonst wo, auch benutzt es jeder oder auch mittlerweile auf eigentlich jedem Handy. Und da wird ein Signal, eine elektromagnetische Welle gesendet und eben
über die Laufzeitberechnung vom Satellit zum Empfänger kann man mit, durch das, dass man die Geschwindigkeit von einer elektromagnetischen Welle, die immer konstant ist, das ist ja eben die Lichtgeschwindigkeit, kann man dann auch wie, ähnlich wie beim DMI eine Art Kreuzpeilung machen. Die läuft dann dreidimensional, wie man auf dem Bild sieht, praktisch über die drei Satelliten. Noch vielleicht interessant zu sagen, oder es wird in dem Signal nicht bloß irgendwie das Signal gesendet, sondern man braucht ja auch, um die Laufzeit zu berechnen, wird eben auch noch die Zeit auf dem Satelliten gesendet. Deswegen hat es da immer eine Atomuhr verbaut, die relativ genau ist, wird auch immer wieder nachgestellt, weil Satelliten sich ja sehr schnell bewegen. Und dann wird eben anhand der Zeit, die der Satellit sendet, wird dann die Position oder kann man eben die Entfernung zu diesen Satelliten ausrechnen und dann wie in einer zweidimensional bei einer Kreuzpeilung eben dreidimensional seine Position bestimmen. Genau, vielen Dank für diesen kurzen Umriss. Also wie eigentlich alles in der Luftfahrt ist hier viel schwarze Magie, also Nachrichtentechnik drin. Die wir jetzt hier nicht erläutern, das würde, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Aber Simon hat es eigentlich sehr, sehr treffend eigentlich schon formuliert. Das am Ende möchte ich kurz aufgreifen. Bisher, also Funk-Navigationssysteme, die wir jetzt bisher angesprochen haben, funktionierten eigentlich immer nach dem zweidimensionalen System. Das heißt, wir haben quasi die Erde war eine Scheibe und darauf standen Funkanlagen. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich nehme ihn jetzt trotzdem. Und diese Funkanlagen haben halt gesendet und dann konnte man so von A nach B navigieren. Ich habe es vorhin mal angesprochen, zweidimensional, eben mit zwei Koordinaten. Jetzt können wir ja mal von Koordinaten sprechen. Beim GPS, das ist jetzt schon so global, dass man das Ganze nicht mehr zweidimensional betreiben kann, weil das Ding ja, die mindestens 24, ich glaube aktuell sind es, ich glaube 28 Satelliten, vom GPS zumindest, die um die Erde kreisen. Hier kann man das Ganze nicht mehr zweidimensional machen, weil die Satelliten, wie gesagt, um die Erde kreisen. Das heißt, man kriegt da auch eine dritte Koordinate raus, was dann in unserer groben Denkweise, sage ich jetzt mal, die Höhe darstellt. Das heißt, hier kriegt man dann nicht nur eine Position im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, dem Boden, der unter einem ist, wenn man fliegt, sondern eben auch eine Höhe. Allerdings ist die Höhe natürlich prinzipiell nicht zum Beispiel für die Staffelung, also für die Einhaltung von Flight Levels oder sowas zum Beispiel zu nehmen, weil die ja, wie wir alle wissen, hoffentlich barometrisch funktioniert. Also man kriegt quasi, man kann mit Satellitennavigation tatsächlich eine Höhenmessung vollführen. Allerdings kriegt man da eben eine geometrische Höhe angezeigt und in der Luftfahrt läuft ja primär alles barometrisch. Aber es ist eine ganz nette Rückfallebene für die Barometrie zum Beispiel. Interessant wird das dann, wobei da kenne ich mich offen gestanden nicht so gut aus, interessant wird das dann sicherlich bei irgendwelchen GPS-Anflügen zum Beispiel oder allgemein GNSS-Anflügen mit einer VNAV-Komponente, die von den Satelliten aus gesteuert wird. Okay, was gibt es dazu noch groß zu sagen? Vorteile? Es ist, hier steht, es skaliert unendlich. Das in Klammern sagt euch, glaube ich, mehr. Das System Satellitennavigation wurde im Kalten Krieg vom Militär ursprünglich entwickelt und diente vor allem dem Zweck, dass man, Soldaten zum Beispiel auf dem Boden in Kriegsgebieten ihre Position feststellen konnten, ohne sie an feindliche Truppen weiterzugeben quasi, also ohne selbst geortet zu werden. Also man konnte sehr passiv seine eigene Position feststellen. Man musste nicht, wie zum Beispiel beim DMI, ein Signal aussenden und darauf warten, dass man eine Antwort kriegt, sondern man schaltete sein Gerät ein und wartete einfach, bis die Messung vollständig war. Und das ist eben jetzt im zivilen Bereich
hat das eben vor allem den Vorteil, dass das System nicht auf eine gewisse Anzahl von Nutzern beschränkt ist, so wie zum Beispiel das DMI. Hier sind es, glaube ich, 150 bis 250 Antworten, die ein DMI gleichzeitig, also mehr oder weniger gleichzeitig geben kann. Das GPS, das wird ja täglich von Milliarden, will man fast sagen, ich behaupte jetzt einfach mal Milliarden benutzt, und es funktioniert immer noch einwandfrei. Genauso ist natürlich der Vorteil, dass es vollkommen global ist, zumindest wenn es fertiggestellt ist, wie im Falle von GPS. GPS, das ist übrigens, wer es noch nicht weiß, die amerikanische Variante von Satellitennavigation. Ich glaube, heutzutage gibt es, glaube ich, niemanden mehr, der das Ding nicht kennt. Es gibt auch andere Anwendungen, zum Beispiel die Chinesen, die Baidu bauen, die wollen zum Beispiel auch, weil das soll zwar streng genommen auch ein globales System werden, aber da soll es unter anderem auch wesentlich genauere Ortsbestimmungen für den asiatischen Raum geben, weil das eben für den asiatischen Raum konzipiert ist. Und das ist auch, finde ich, ein ganz interessantes Konzept. Die Inder machen da auch was in der Art, dass dann quasi ortsfeste geostationäre Satelliten oder mehr oder weniger geostationäre Satelliten noch hochgeschossen werden, die quasi die Positionsberechnung in einem bestimmten Bereich des Planeten noch exklusiv verbessern. Nachteile, jetzt habe ich genug geredet, ich muss erstmal was trinken. Fällt jemandem was beim Stichwort Nachteile ein, wenn es um Satellitennavigation geht? Konstantin. Wie schaut das aus mit der Abdeckung von Satelliten weltweit? Ja, stimmt, das habe ich Ihnen direkt ja gerade schon verraten. Yannick hat unten auch geschrieben, da geht es auch so ein bisschen um die Frage, naja, wenn ich jetzt, das war vor allem früher ein Problem, wenn ich nicht genügend Satelliten in Reichweite habe, dann wird die Messung natürlich ungenauer, beziehungsweise wird gar nicht mehr erst vollführt. Beim GPS, da bin ich jetzt allerdings, da muss ich wieder den Disclaimer bringen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Deshalb gehe ich auch nicht jetzt speziell darauf ein, wie das Ganze im Detail funktioniert. Das würde wahrscheinlich auch nur wieder langweilen. Beim GPS braucht man aber meines Wissens nach mindestens 4 Satelliten, um eine Position tatsächlich zuverlässig zu bestimmen. 3, wie Simon vorhin schon gesagt hat, für die 3 Variablen aus den Koordinaten. Und die 4. Variable ist dann der Zeitversatz, da ich in meinem Handy, sage ich jetzt mal, keine, das ja auch GPS hat, keine Atomuhr eingebaut habe, die sehr, sehr genau geht und vor allem sehr, sehr genau synchronisiert ist mit allen anderen Uhren im GPS-System. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Konsti, das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, beantwortet das deine Frage oder soll ich da noch näher drauf eingehen? Nein, ich wollte da eigentlich mehr in Frageform vorstellen, was es denn für einen schönen Nachteil beim GPS gibt. Das ist so mit der wichtigste noch, wenn es um Langstreckennavigation geht. Ja, stimmt. Siehst du mal, den habe ich glatt vergessen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. der Nachteil steht bei mir quasi bei den Vorteilen, nämlich ganz hinten in Klammern nach Fertigstellung. Also wenn ich nicht genügend Satelliten da habe, um eine globale Abdeckung machen zu können, dann habe ich eben keine globale Abdeckung. Und das ist ja eigentlich geradezu der große Vorteil bei der Satellitennavigation. Daher, ja, vollkommen richtig. Das ist definitiv ein Nachteil. Sieht man ja leider aktuell noch bei GLONASS. Und die beiden anderen Systeme sind ja erst im Aufbau. Die nehme ich jetzt mal ein bisschen aus der Wertung raus. Aber bei GLONASS ist zum Beispiel sehr interessant. Das war mal ein globales System. Das ist das von den Russen. Das ist mit Ende des Kalten Krieges ein bisschen eingestaubt, will ich jetzt mal sagen. Und da Satelliten, auch GPS oder GNSS-Satelliten, ja immer eine gewisse Lebensdauer haben, sind die irgendwann tot, kaputt oder zurück auf die Erde gestürzt. In der Atmosphäre verglüht. Und daher muss man
dieses System Satellitennavigation immer sehr aufwendig instand halten, in dem Fall eben regelmäßig neue Satelliten ins All bringen, was die Russen eine Zeit lang versäumt haben. In Zahlen, ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich da nichts Konkretes gefunden habe, aber sagen wir jetzt einfach mal, ein Satellit würde so eine mittlere Lebensdauer von 15 Jahren haben, dann müsste ich pro Jahr fürs GPS zum Beispiel jetzt, müsste ich pro Jahr zwei neue Satelliten ins All schießen. Was ich hier persönlich noch aufgeführt habe, ist die Störanfälligkeit. Das ist noch ein sehr, sehr großes Problem aktuell bei Satellitennavigation, da die Signale von den Satelliten sehr, sehr schwach sind. Also die sind unter Rauschniveau, wie man im Fachbereich sagt. Kann man sie auch sehr, sehr leicht stören. Das unterscheidet Satellitennavigation zum Beispiel sehr stark von LoRaN, wo ich gleich nochmal drauf eingehe, wo quasi Energie zum Fenster rausgeworfen wird, um viel Raum abzudecken und möglichst genau. Beim GPS ist das umgekehrt, oder ich sage immer GPS, denkt euch GNSS. Ja, aber zurück zur Störanfälligkeit, da kann man eben sehr, sehr viel stören damit. Mit den Begriffen Jamming und Spoofing ist wenig gesagt. Jamming, das ist grob einfach nur, man hat einen Störsender. Das gibt es heutzutage auch, wenn jemand irgendwie zum Beispiel, es gibt LKW-Firmen, die ihre Lasterfahrer über GPS überwachen lassen, und manche Fahrer sagen halt, lass mich doch hier nicht aufs Kleinste bis auf den Meter genau von meinen Chefs überwachen. Dann haben die immer einen Störsender mit dabei. Das wäre ein sogenanntes Jamming. Und Spoofing wäre dann die Variante, die die Iraner vor ein paar Jahren abgezogen haben mit den Amis, als sie diese Drohne im Iran haben landen lassen. Da haben sie quasi das eigentliche GPS-Signal überlagert und es durch ein eigenes ersetzt und so die Navigation der Drohne versaut, will ich jetzt mal sagen. Und das ist auch in der Luftfahrt selbstverständlich ein sehr, sehr großes Problem. Was ich hier jetzt noch in Grau aufgeführt habe, weil man es nicht unbedingt als Nachteil sehen muss, ist die zentrale Kontrolle. Nachteil unter anderem deswegen, beziehungsweise andersrum formuliert, dass dieser Nachteil zentrale Kontrolle ist ein Grund, warum das Galileo entwickelt, konzipiert wurde. Denn die Systeme GPS und GLONASS unterliegen militärischer Kontrolle. Das sind primär militärische Systeme, die eben zivil mitgenutzt werden dürfen, gönnerhaft, will ich jetzt mal so sagen. Das heißt, es unterliegt einer militärischen Kontrolle, und das kann natürlich auch ein Nachteil sein. Unter anderem gab es bis vor, also im vorletzten Jahrzehnt, gab es das auf jeden Fall noch, die sogenannte Selective Availability bei den Amerikanern beim GPS. Da wurde das Signal für zivile Anwender künstlich verschlechtert, oder für alle anderen Anwender außer das Ami-Militär wurde das Signal künstlich verschlechtert, damit, ja, man weiß nicht so genau, also wahrscheinlich liegt es daran, weil die Amerikaner nicht wollten, dass jemand sie mit ihrem GPS-System quasi angreift, also irgendwelche Raketen GPS gesteuert ins Pentagon schießt oder ähnliches. Solche Systeme gibt es also auch. Die Selective Availability ist allerdings aktuell seit Clinton nicht mehr in Betrieb, zumindest offiziell. Ich lehne mich da jetzt mal nicht mehr weiter aus dem Fenster. Gut, der Vollständigkeit halber, ich habe es, glaube ich, in zwei anderen Themenabenden auch schon angesprochen, ist das Differential-GNSS, wo man eben, indem man irgendwo einen, sagen wir mal, GPS-Empfänger aufstellt, kann man, indem man diesen Empfänger selbst dort aufstellt, wo man genau geodätisch vermessen hat, wo dieser Empfänger steht, kann man eben, indem man dann die empfangenen Signale der Satelliten damit vergleicht, feststellen, wie und in wie welcher Form der Fehler ist, und kann den dann rausrechnen. Da gibt es
schon Systeme in Betrieb, sowohl in Europa als auch in Amerika. Darüber hinaus habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, gibt es aber sicherlich auch. Ich glaube, die Japaner haben gerade was im Aufbau. Es gibt das SBAS, das Satellite Based Augmentation System, bei dem dieser Korrekturwert über die GPS-Satelliten oder zusätzliche Kommunikationssatelliten übertragen wird und quasi den Nutzern gesagt wird, hier bei dir in der Gegend ist der Fehler gerade so und so. Bei den Europäern heißt dieses System EGNOS, bei den Amerikanern VAS oder VAAS für Wide Area Augmentation System. Und als andere Variante gibt es dann noch das GBAS, das Ground-Based Augmentation System, was man hierzulande vor allem aus GPS-Anflügen kennt inzwischen, bei dem das Korrektursignal direkt vom Boden aus an die Nutzer gesendet wird. Gut, das war genug Stoff für eine Folie. Gibt es noch Fragen? Ist irgendwas unklar? Ich meine, klar, wir können hier jetzt nicht das ganze System bequatschen. Deswegen habe ich es relativ, vor allem in der Funktionsweise, relativ stiefmütterlich behandelt. Aber vom Prinzip her reicht das erstmal aus. Unabhängig davon könnte man natürlich sicherlich in Zukunft mal einen ganzen Themenabend zum Punkt Satellitennavigation gestalten. Das wäre theoretisch natürlich auch möglich. Gut, aber ich nehme an, es gibt keine Fragen. Dann sind wir fast schon am Ende. Was bringt die Zukunft? Ich habe es gerade schon angesprochen. Es gibt oder soll geben, also das hier sind jetzt natürlich nur ausgewählte Projekte, ich betone es nochmal, es soll geben, dass das europäische Konkurrenzprodukt zum NAFSA GPS der Amerikaner eben vor allem aus der Motivation heraus, dass das dann zivil kontrolliert ist, wobei ich persönlich das ein bisschen fadenscheinlich finde, weil es nicht hundertprozentig der Fall ist. Und wo dann eben auch verstärkt auf Nutzerforderungen und andere Anforderungen eingegangen worden ist. Dieses Satellitennavigationssystem wird aber natürlich vom Prinzip her, ja, nach demselben Prinzip funktionieren wie der GPS und GLONASS auch. Und dann nochmal, weil das auch gerade so ein bisschen im Bereich meiner Lieblingsthemen in der Uni liegt, das sogenannte Enhanced LoRaN. Manche Wissenschaftler nennen es LoRaN E, weil E einfach passend der nächste Buchstabe ist, weil es gibt LoRaN A bis D, dann kommt jetzt halt E. Offiziell heißt es aber Enhanced LoRaN. Das LoRaN-System war ja prinzipiell schon mehr als veraltet. Jetzt schon in den frühen 2000ern, soll jetzt wieder aufgebaut werden, insbesondere deswegen, weil es eben komplementär zu verschiedenen Satellitennavigationssystemen bestehen kann und auch in die Bresche springen kann, sollte ein Satellitennavigationssystem mal gestört sein, zum Beispiel, weil wir einen heftigen Sonnensturm haben. Oder eben auch, weil sich böse Menschen auf der Welt denken, stören wir doch einfach mal alle Signale von Satelliten. Und dem kann das LoRaN eben entgegenwirken, weil es, wie gesagt, eine sehr, sehr hohe Signalstärke beinhaltet. Auch hierzu, da gibt es unter anderem sehr nettes kleines Video auf YouTube, was man sich mal angucken kann. Kann man nach LoRaN suchen oder alternativ auf kurz nach dem Ende der Präsentation warten. Ich sage gleich noch was dazu. Gut. Gibt es noch Fragen, Anregungen? Hat vielleicht einer von euch ein Diskussionsthema, was wir vielleicht noch kurz bequatschen können, was vielleicht zum Thema passt? Simon. Was vielleicht für den einen oder anderen noch interessant wäre, oder könnte ich mir vorstellen, RNP und PBN, also da, wie das funktioniert oder wie das festgestellt wird, die aktuelle Performance von der Sache,
Und ja, vielleicht da noch ein paar Worte könnte meiner Meinung nach den einen oder anderen interessieren. Ja, vielen Dank, das habe ich ja komplett vergessen. Ja, können wir kurz anreißen? Oder willst du gleich was dazu sagen? Kannst du natürlich auch sehr gerne. Bin da selber jetzt noch nicht der Profi, deswegen würde ich dir den Vortritt lassen. Okay, also wir hatten's, ich hatte es vorhin mal angesprochen und hinten dran gestellt und dann vergessen. Ja, super. Gut, dass man eine halbe Stunde vor Vortragbeginn noch was einbaut. Ja, Arnav hat man schon geklärt. Ich sage jetzt mal dazu, Weiterentwicklung dafür wäre RNP, beziehungsweise PBN, nennt sich Required Navigation Performance. Da geht es ein bisschen um den Grundsatz, wenn wir jetzt weiter in den System gucken, zum Beispiel kann man für Area Navigation ja auch die Inertialnavigation benutzen oder eben auch die Satellitennavigation, prinzipiell ja erstmal jedes Instrumentenflug-Navigationsverfahren. Bei dem Unterschied zwischen RNAV und RNP geht's, na, wo ist es jetzt wieder hin? Geht's prinzipiell darum, dass früher man eben immer ein bestimmtes System für die RNAV-Fähigkeit vorgeschrieben hat. Zum Beispiel eben, man braucht zwei VOA-Empfänger, einen NDB-Empfänger, zwei NDB-Empfänger, zwei DME-Empfänger. Und wenn dann dieses System eben ausgefallen ist, oder noch ein konkreteres Beispiel im Anflug, es gab und gibt auch noch Anflüge, Eifer-Anflüge, so RNAV-GPS nennt sich das. Für diese Anflüge braucht man zwingend ein GNSS, also ein Satellitennavigationssystem. Und wenn das dann aus irgendeinem Grund ausfällt, weil an Bord was defekt ist oder vielleicht das Satellitensystem an sich gerade aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, dann kann man diesen ganzen Anflug nicht fliegen. Und da hat man sich irgendwann gesagt, ja, das ist doch eigentlich blöd, weil es geht ja nicht darum, dass man genau dieses System besitzt, sondern es geht ja eigentlich immer um eine Genauigkeit, beziehungsweise streng genommen geht es bei solchen Systemen immer um vier Eigenschaften, um die Verfügbarkeit, um die Kontinuität, um die Genauigkeit und um die Zuverlässigkeit. Ich gehe jetzt mal nur direkt auf die Genauigkeit ein. Wie gesagt, man hat sich gesagt, warum denn jetzt unbedingt GPS zum Beispiel? Warum kann man nicht sagen, naja, wenn ich die Genauigkeit, die ich vorher mit dem GPS hingekriegt habe, danach auch weiterhin noch mit zum Beispiel zwei DMIs hinkriege oder mit einem Trägheitsnavigationssystem, dann muss ich doch dem Kollegen seinen Anflug nicht abbrechen oder seine Onroute-Navigation, wo auch immer das zutrifft in dem Fall, sondern kann ihn dann mit dem anderen verfügbaren Navigationssystem weiterfliegen lassen, weil das eben die erforderliche Navigationsleistung, und das ist hier gerade die wörtliche Übersetzung von Required Navigation Performance, weil das Flugzeug eben noch diese Performance besitzt, die gerade in diesem Fall required ist. Und umgekehrt spricht man dann eben von der Pilotenseite aus, würde ich jetzt mal einfach so sagen, von der sogenannten Performance-Based Navigation. Also, dass man nicht mehr sagt, wir fliegen jetzt, wir benutzen jetzt ein System, um zu navigieren, sondern wir nutzen alle Systeme in Anführungsstrichen gleichzeitig, um von A nach B zu kommen. Möchte noch jemand anders was dazu sagen, ergänzen, verbessern? Klärt das deine Fragen, Simon? Jo, passt erstmal. Okay, dann gibt es jetzt noch Fragen? Alles klar, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ich habe im Laufe des Vortrags hin und wieder mal von dem einen oder anderen, der einen oder anderen Quelle, dem einen oder anderen Themenabend, ja, dem einen oder anderen YouTube-Video oder was auch immer geredet. Ich werde natürlich diesen Vortrag im Laufe der nächsten Tage auf meinem YouTube-Account zur Verfügung stellen, zum Wiederangucken oder allgemein angucken, wenn man ihn nicht mitbekommen hat. Der Link zu meinem Kanal ist in der Channel-Beschreibung hier im Teamspeak.
dort, und ich werde es auch im Forum nochmal schreiben, werde ich auch in den nächsten Tagen die PDF-Version dieses Vortrags online stellen, falls ihr den nochmal angucken wollt oder auch für andere Zwecke in der Fortbildung oder was auch immer verwenden wollt. Das ist prinzipiell kein Problem, wie es hier ja auch steht. Und da wird dann auch am Ende eine kleine Linksammlung sein, wo dann eben von all diesen Sachen auch ein bisschen was verlinkt ist, was ich heute angesprochen habe. Ja, vielen Dank.